Howdy Leute, euer Mifftacker hier und ich muss heute nochmal ein kurzes Video machen und ihr seht schon, ich freue mich, denn heute ist es soweit gewesen. Ich habe mein allererstes Geschenk vom Bungie bekommen als Content Creator und das ist für mich persönlich, möchte ich erstmal kurz dazu sagen, es ist ein besonderer Moment, weil in der Community von euch bin ich dieses Jahr so heftig aufgenommen worden, dass das alles so nach vorne geht und so. Das hätte ich sowieso nie erwartet, ja, und das war schon sowieso das Allerkrasseste, aber ihr wisst selber, ich bin jetzt auch nicht einer, der irgendwie bei Twitter aktiv ist oder sowas, man war halt überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm. Und jetzt ist so dieser Moment, wo ich mich so angekommen fühle, dass ich auch für Bungie als offizieller Content Creator, wie auch immer man das Ganze jetzt nennen mag, zähle. Und das ist doch dann ein schönes Erlebnis, weil ich habe mir das ja echt den Arsch aufgerissen. Natürlich sind meine Videos visuell nicht annähernd das, was andere Leute, die das vollzeitmäßig machen oder auch sonst gar nichts machen und den ganzen Tag das halt machen, wie auch immer, ja, ist hier gar nicht böse gemeint. Die können das natürlich besser als ich, ja. Das Visuelle, das muss ich mir über die nächsten Monate noch weiter erarbeiten, dass das alles noch ein bisschen toller wird. Aber trotzdem habe ich mir den Arsch aufgerissen. Ich saß manchmal echt stundenlang davor und habe mir überlegt, ja, wie machst du dies, wie machst du das, ausprobiert, passt dies, passt das. Und deswegen ist das für mich wirklich ein besonderer Moment, wo ich sage, so, jetzt hast du es geschafft. Ja, also als Content Creator, ja, zumindest offiziell bei Bungie auf dem Schirm zu sein. Und das ist für mich echt ein toller Moment. Erstmal ganz unabhängig davon, was jetzt alles noch passiert oder passiert ist. Für mich ein geiler Moment. Was gab's? Und zwar gab es einmal diese Box hier. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze sehen. Es gab auch eine Karte, die lese ich euch gleich vor. Das ist natürlich jetzt nicht so ein professionelles Unboxing, aber ich habe auch keinen Plan davon. Ja, was da drin waren, waren Kekse. Ich zeige euch das mal eben. Einer ist schon weg. Ja, einer ist schon gegessen. Ich packe die mal ganz kurz aus und zeige euch die mal, wie die aussehen. Sie sind sehr lecker, muss ich sagen. Sie sind wirklich sehr lecker. Und sie sehen auch echt schön aus. Ja, hier. Das ist so ein Anbruchkeks. Und ja. Bungie hätte mir auch Socken schicken können oder eine Unterhose, es wäre mir scheißegal gewesen, einfach diese Geste, so, hey, du gehörst dazu, das ist für mich das, was das alles so besonders macht. Und ich weiß, es kriegen tausende andere Creator das auch, aber für mich persönlich ist das ein besonderer Moment, weil es einfach das erste ist. So, das ist die Karte hier, falsch rum, ja, einmal hier, ich lese das Ganze jetzt mal vor. Lieber Hüter, frohe Weihnachten. Was wir am Anbruch am meisten mögen, ist süße Leckereien wie die Gjallarhörnchen mit unseren Freunden im gesamten System zu teilen. Wir hoffen, du genießt diese leckeren Kekse und schwelgst in der Anbruchstimmung. Wärmste Grüße, Bungie. Ja, toll, ich habe mich echt gefreut, muss ich wirklich sagen. Egal was es ist, ich habe mich einfach mehr gefreut, weil es einfach so das erste Geschenk als Content Creator ist. Ja, das wollte ich euch nur sagen. Ich wollte euch nur daran teilhaben lassen. Ich freue mich auf jeden Fall und ich bedanke mich auf jeden Fall, weil ihr habt mich dahin gebracht. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich bin. Das habe ich alles euch zu verdanken und wir werden uns aber dieses Jahr auf jeden Fall noch hören. Spätestens am Freitag oder Freitag auf jeden Fall wieder wegen Xur. Ich werde dann aber auf jeden Fall das Jahr auch noch mit euch zusammen ausklingen lassen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao.